31. März 1992 wurde die Förderung des Grundner Erzbergwerks für immer eingestellt. Dieser Film soll Ihnen nun zeigen, welche Stilllegungsarbeiten darüber hinaus mit einer stark reduzierten Belegschaft bis zur Achenbach-Schacht-Stilllegung Ende 1994 erforderlich waren. In den ersten 3 bis 4 Monaten nach der Fördereinstellung wurden die ersteigerten Fahrzeuge und Geräte von ihren neuen Besitzern nach und nach abgeholt. Bald war der Werkshof wie leer gefegt. Diese 3 Grubentoiletten wollte wohl niemand. Naja, vielleicht findet sich ja noch jemand. Die Stilllegungs- bzw. Entsorgungsarbeit unter Tage war nun auch im vollen Gange. Alles, was mit Fett und Öl Berührung hatte, wurde zutage gebracht. Zum Beispiel Wagenräder, jede Menge. Heute, am 16. September 1993, wollen wir einmal sehen, was sich unter Tage abspielt. Wir fahren also ein zur 19. Sohle. Mit dem Jeep geht es weiter, zunächst gen Westen, dann die Rampe hinunter zur 20. Sohle. Diese befahren wir dann in westlicher Richtung. Unser beabsichtigtes Ziel erreichen wir bei 900. Ab hier steht die Strecke unter Wasser. Die Minusstöße zur vorgesehenen 21. Sohle sind längst geflutet. Die Wasser werden nun hier abgepumpt und gelangen in die Wasserhaltung der 19. Sohle. Diese pumpt die Wasser zur Hauptwasserhaltung der 13. Sohle. Von hier gelangen die Wasser zur 4. Sohle in den Ernst-August-Stollen, der in Gittelde die Wasser wieder zutage treten lässt. Wir fahren an diesem Tag noch zu einer Erzlagerstätte, die sich ebenfalls auf der 20. Sohle bei 1710 befindet. Wir befinden uns hier auf der 20. Sohle bei 1710, der 5. Stoß, und hier steht noch ein Rest Erz, was hier stehen geblieben ist. Hier sehen wir den Verlauf des Erzes, welcher sich deutlich vom Taubengestein absetzt. Wir fahren zurück zur 19. Sohle. Hier angekommen, konnte ich es mir nicht verkneifen, noch einmal die Akkulok zu fahren, mit der ich jahrelang erzhaltiges Gestein und Berge förderte. Ja,
Von der 19. Sohle aus fahren wir wieder zu Tage. Dem Wiemannsbuchtschacht, der sich seit 1951 im Erz-, Material- und Personenförderbetrieb befand und zuletzt als Bergeförderschacht diente, soll nun allem voran der Garaus gemacht werden. Mit der Inbetriebnahme des Schachtes konnte man damals wesentlich rationeller als vorher arbeiten. Schon allein durch die Verlegung der Seilfahrt vom Medingschacht zum Wiemannsbuchtschacht, die mit wesentlich verkürzten Anfahrwegen zu den Betriebspunkten verbunden war, konnte man die Produktion erheblich steigern. Wir schreiben den 18. September 1993 und befinden uns in der Schachthalle der Wiemannsbucht. Heute wollen wir den tiefen Georgstollen in 130 Meter Tiefe befahren. Hier sind gerade Bergleute mit den Vorbereitungsarbeiten und dem Bau einer Bühne, die als Widerlager der späteren Schachtverfüllung dienen soll, beschäftigt. Diese Rundmauer soll die Höhe für die waagerechte Auflage der späteren Eisenträger ausgleichen. In die gegenüberliegende Schachtwandung werden zur Auflage der Träger 20 cm tiefe Ausbuchtungen gestupft. Wie tief befinden wir uns jetzt hier? 130 Meter. Und das wird voll mit Beton zugebunden? Voll Beton bis oben hin. Und dann nicht blöd. Vom Schacht aus kommt hier nochmal eine Blende hin, damit das Wasser, Beton nicht in tiefen Gehöhen runterläuft. Haben wir vorgesehen, 4 waagerechte, dementsprechend die Platten, kommen dann auch 3 oder 4 senkrechte. Da kommen Eisentafeln wieder gegengeschweißt und vor den Eisentafeln vom Schacht her werden nochmal 30er Steine hochgebaut. Der tiefe Georgstollen ist zum Mundloch, welches sich oberhalb der Bahnhofstraße befindet, durchschlägig. Wir fahren wieder zu Tage. Am 20. September 1993 wurde mit dem Ablegen der Seile, sprich Förderseil sowie Unterseil und dem Ausbau der Fördermittel, sprich Förderkorb und Fördergefäß begonnen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich Ihnen die gesamten Vorarbeiten nicht zeigen kann, da ich mit meiner Kamera immer nur an einer Stelle sein konnte. Zuerst wurde im östlichen Trumm der Förderkorb in der Schachthalle mit Breitflanschträger festgelegt bzw. abgefangen. Im westlichen Fördertrumm wurde mit Hilfe einer Seilabfangklemme und Windenböcken
das auf der 19. Sohle befindliche Fördergefäß so weit aufgeholt, dass Leerseil entstand. Dieses hatte eine Seilentlastung der westlichen Seilscheibe, der Köpescheibe sowie der östlichen Seilscheibe zur Folge. Nun wurde der Einband, sprich Verbindung, von Förderseil und Förderkorb gelöst. Das Förderseil wurde von der östlichen Seilscheibe und der Fördermaschine, sprich Köpescheibe, abgenommen, eingekürzt und am Druckluft-Hilfshaspel eingebunden. Das Unterseil, welches bislang als Gewichtsausgleich der Köpe-Fördermaschinenanlage diente, wurde nun auf der 19. Sohle unter dem Fördergefäß abgetrennt. Mit dem Druckluft-Hilfshaspel wurde nunmehr das Fördergefäß zutage gebracht, bis in den Förderturm aufgeholt und dort abgefangen. Beide Fördermittel befanden sich nun über Tage. Der Einband, sprich Kautsche, wurde am Fördergefäß abgebaut. Dann legte man das Förderseil von der westlichen auf die östliche Seilscheibe um und befestigte den Einband, sprich Kautsche, nun am östlichen Förderkorb. Mit dem Druckluft-Hilfshaspel wurde nun der östliche Förderkorb nach Entfernen der Abfangträger zur 19. Sohle eingehängt. Dabei wurde das Unterseil, welches unter dem Förderkorb hängt, mit einer Grubenlok aus dem Schacht auf die 19. Strecke gezogen. Nach Beendigung dieser Arbeit und Abtrennen des Unterseils vom Förderkorb auf der 19. Sohle wird nun einen Tag später, nämlich am 21. September 1993, der östliche Förderkorb mit dem Druckluft-Hilfshaspel wieder aufgeholt. Dieses sehen wir jetzt schon seit einiger Zeit auf dem Bildschirm. Der Druckluft-Hilfshaspel wurde Ende der 40er Jahre für den Siemensbuchtschacht angeschafft. 1952 wurde damit erstmalig das Förderseil aufgezogen. Und nun kommt ein historischer Moment. Sie sehen die letzten Seilfahrtmeter in der Geschichte der Schachtanlage Siemensbucht. Der Förderkorb wird nun zum letzten Mal zutage kommen. Schichtanfang einen Tag später am 22. September 1993. Letzte Vorbereitungsarbeiten an einem Führungsschlitten, der später am Förderseil 6 Meter über dem Förderkübel angebracht werden soll. Nun wird die äußere Spurlatte des östlichen Trumms zunächst oberhalb gelöst. Die Spurlatte wird nun am unteren Ende abgeschraubt.
Die Entfernung der Spurlatte ist erforderlich, um den Förderkorb dann aus den Schacht ziehen zu können. Ein wahres Trauerspiel für Maschinensteiger Ehrenberg, der jahrzehntelang diesen Schacht betreute. Ihm, den sonst nie etwas erschüttern konnte, sah man seine Trauer in diesen Tagen sprichwörtlich an. Der Förderkorb wird nun mit Hilfe von Kettenzügen aus dem Schacht gezogen. Wenn Sie jetzt einmal genau hinsehen, werden Sie mitbekommen, dass draußen ein Gewitter tobt. Der liebe Gott ist wohl auch nicht ganz damit einverstanden, was hier geschieht. Nun wird die Kautsche, die man zuvor vom Förderkorb abmontiert hat, vom Förderseil getrennt. Überschüssiges Förderseil, welches zur Kübelförderung nicht mehr gebraucht wird, zieht ein Unimog hinaus aufs Werksgelände. Das Förderseil wird getrennt, um es dann für die Kübelförderung neu einzubinden.
Ein Schäkel zur Kübelbefestigung wird angebracht. Der Kübel, mit dem man die ersten Meter des Schachtes, sprich Widerlager, verfüllen und dazugehöriges Material hängen will, wird angehängt. Eine Schachtabdeckung wird aufgebracht. Kommt da der Plastikproppen? Nun wird noch die Seilklemme angebracht und verschraubt. Die Spurlatte wird wieder eingebaut. Ebenso der Kübelführungsschlitten. So viel zunächst über die Stilllegungsarbeiten der Schachtanlage Wiemannsbucht. Zur gleichen Zeit, nämlich auch im September 1993, finden auf der Wiemannsbuchter Halde Erdbewegungen statt. Die Firma Wolf Rotermund hat es übernommen, ein Stück Halde abzutragen. Für die bevorstehende Errichtung eines privaten Sägewerks wird eine gewisse ebene Grundfläche verlangt. Das Haldenmaterial, sprich mindererzhaltiges Gestein, wird praktisch unten weggenommen und auf der oberen Halde wieder ausgelagert. In Bad Grund, im unteren Drittel der Abgunst, befindet sich die Pochwerkanlage. Im Bild die Konzentratverladestation. Diese war bis 1972 in Betrieb. Die Blei- und Zinkkonzentrate, die durch den Pochwerkstollen von der Aufbereitung untertägig angefördert wurden, übernahm die Kleinbahn Gittelde Bad Grund. Auf dem Schienenweg wurden die Konzentrate zur Bleihütte Clausthal und Harlingerode zur Verhüttung gebracht. Anfang der 90er Jahre wurden die Überreste der Pochwerkanlage unterhalb des Stollenmundlochs endgültig abgerissen und entsorgt. Wir schreiben den 30. September 1993. Seit einigen Wochen stehen Säuberungsarbeiten des Pochwerkstollens an. Wie schon erwähnt, diente der Stollen den Transport von Blei- und Zinkkonzentraten, die man in Mollenwagen von der Aufbereitung her auf dem Schienenwege anförderte. Die Konzentrate, die dabei zwangsläufig in Jahrzehnten verloren wurden, sollen nun entsorgt werden. In früheren Zeiten nutzte man das Aufschlagwasser für den Antrieb von zwei Wasserrädern, die mit Unterstützung einer Dampfmaschine Geräte und Maschinen der Aufbereitung antrieben.
Mollenwagen mit dem Pochwerkschlamm werden für den weiteren Transport verladen. Die Fahrt geht in Richtung Sägewerk Hilfe Gottes. Mollenwagen mit dem Pochwerkschlamm werden nun mit dem Gabelstapler abgeladen und auf den Steg zur Hängebank aufgesetzt. Nun gelangt der Pochwerkschlamm dorthin, woher er einst gekommen war, nämlich in die Grube. Auf der 19. Sohle geht der Transport auf dem Schienwege gen Westen zu einem Bohrloch, wo der Pochwerkschlamm zur 20. Sohle abgestürzt wird. Dort wird der Schlamm mit einem Lader in einer Strecke ausgelagert, die zur vorgesehenen 21. Sohle führt. Hier zwei der letzten Laderschlösser auf der 19. Sohle im LHD-Raum. Der LHD-Raum beinhaltet eine komplett ausgestattete Reparatur- und Wartungswerkstatt unter Tage. Zu Produktionszeiten des Erzbergwerks hat die Firma Wolf Rotermund die von der Aufbereitung anfallenden Schwimmberge hier am Westschacht zum späteren Verbrauch ausgelagert. Nun wird fleißig verladen und abgefahren. Verehrte Zuschauer, wir befinden uns hier auf der Westschachthalde. 1,5 Jahre nach Produktionseinstellung der Grube Hilfe Gottes. Herr Borchers ist hier der zuständige Laderfahrer. Er ist zuständig für den Abtransport der Schwimmberge hier auf der Halde. Herr Borchers, wie lange wird der Vorrat noch reichen, der noch vorhanden ist? Ich schätze mal, dass wir in 1,5 bis 2 Jahren das so weit wegkommen, dass es nur noch Schmutzmaterial ist. Ja. Das ist dann irgendwo noch auf dem Werksgelände, wo Löcher sind, zu verfüllen ist. Wenn es so weiterläuft wie im Moment, dass wir so 10.000 bis 15.000 Tonnen im Monat verladen, der Winter nicht so früh anfängt, dann müssten wir zum Jahres
Anfang hier eine neue Schicht anfangen. Dann sind wir oben am Berg, am Wald. Dann ist die erste Schicht von 10 Meter Höhe abgetragen. Mhm. Das sind so circa 200.000 Tonnen, die wir in der Zeit geladen haben. Schätze ich mal, ich weiß nicht genau, weil ich so informiert bin im Moment. Aber das müsste so in etwa hinkommen und dann kann das wieder bewaldet werden und wieder genutzt werden. Ja, Dankeschön. Schreiben den 1. Oktober 1993. Die Schachtanlage Knesebeck, die in früheren Zeiten in erster Linie der Bergeförderung diente, war zuletzt neben dem Westschacht nur noch als Wetterschacht im Betrieb. Hier wurde also für Frischluft gesorgt, die mittels eines Lüfters in das Grubengebäude gesaugt wurde. Die schlechten Wetter entwichen also am Knesebeck und Westschacht, zugleich wurden frische Wetter in den Achenbach und Wiemannsbuchtschacht eingezogen. Im Bild eine Trommelfördermaschine, die hier seit den 20er Jahren im Betrieb war. Seit jüngster Zeit, nämlich seit Mitte des Jahres 1993, drehen sich die Seilscheiben wieder wie in alten Zeiten. Aber nicht angetrieben von der alten Trommelfördermaschine, sondern von einem Hilfshaspel, den man kurzerhand vom Schacht Konrad ausgeliehen hat. Auch gelangt man mit dem Hilfshaspel nicht mehr in jede Teufe des Schachtes, sondern mit einer Fördergeschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde bis zur vierten Sohle. Aber das aus gutem Grund. Im Oktober 1868 war der Magdeburger Stollen auf einmal völlig versiegt. Plötzlich standen die Grundner Mühlen still und Straßenbrunnen hörten auf zu laufen. Der Grund: vom Knesebeck-Schacht aus war ein tiefer Stollen in den Iberg getrieben worden. Da dieser 40 Meter unter dem Magdeburger Stollen lag, hatte er die Wasser des Stollens abgefangen. Abhilfe brachte eine neue Leitung, die von der Wiemannsbucht aus der Stadt Wasser zuführte. Dieses Wasser war aber offensichtlich von minderer Qualität. Dennoch dauerte dieser Zustand 10 Jahre. Dann wurde der Stollenvortrieb vom Knesebeck-Schacht aus wieder abgemauert. Genau diese Abmauerung soll nun auf ihre Standfestigkeit untersucht und eventuell verstärkt werden. Nun zurück zur Gegenwart. Da mir von der Werksleitung die Befahrung des Iberger Ganges leider nicht erlaubt wurde, möchte ich Ihnen aber trotzdem einige Fotos zeigen, die ein Mitarbeiter für mich dort vor Ort machte. Überwiegend mit Kratze und Spitzhacke trieb man die 229 Meter Strecke des Iberger Ganges bis zum Damm voran. Der Abraum wurde mittels Schrapper in den Schacht entsorgt. Baue wurden gestellt, dann wurde vorgefändet. So wurde mühsam Meter für Meter abgebaut. Nach ca. 80 Metern Vortrieb legte man einen bildschönen Türstockausbau frei. Vorgreifend möchte ich noch mitteilen, dass Ende 1994 120 Meter Strecke aufgefahren war. Der Damm wurde im Februar 1995 erreicht. Und wenn ich richtig unterrichtet bin, muss er verstärkt werden. So viel zum Streckenvortrieb bis zum Damm des Iberger Ortes der Schachtanlage Knesebeck.
Doch möchte ich das Kapitel Schachtanlage Knesebeck nicht schließen, ohne auf das Bergbaumuseum hinzuweisen, welches sich seit Mitte der 80er Jahre hier befindet. Dazu übergebe ich jedoch das Wort an einen kompetenten Mann. Mein Name ist Joachim Hennig und ich bin bis zu meiner Pensionierung Betriebsführer der Aufbereitung des Tagesbetriebes gewesen, zum Schluss dann als Betriebsingenieur bei der Werksleitung des Erzbergwerks Grund. Zurzeit bin ich Vorsitzender des Fördervereins Bergbau und Heimatmuseum, gewissermaßen eine Bürgerinitiative, die hier dieses Museum gegründet hat und aufgebaut hat in vielen, vielen Arbeitsstunden. Wir haben den Untertitel uns gegeben, Rohstoffquelle Harz, und sind in der Lage, 10 verschiedene Rohstoffe dem Besucher vorzustellen. Wenn der Gast hier in den Harz kommt, so sieht er im Allgemeinen die wunderschöne Landschaft und die vielen Bäume, aber was sich unter Tage abgespielt hat, das sieht er ohne weiteres nicht. Und darauf wollen wir den Besucher aufmerksam machen, indem wir die 10 Rohstoffe, die wir zurzeit zeigen können, hier in unseren Vitrinen ausgestellt haben und beschreiben können. Darüber hinaus wollen wir natürlich den hier sehr modernen Bergbau bis zur Schließung des Erzbergwerks Grund darstellen, und die ganzen großen Geräte, die dazu erforderlich sind, haben wir hier bereits auf dem Gelände stehen. Aber wir müssen noch die entsprechenden Ausstellungsmöglichkeiten schaffen, um die Geräte so zu zeigen, wie sie in der Grube auch wirklich gearbeitet haben. 9. Oktober 1993. Die Reste des Pochwerks werden nun endgültig zugeschoben. Bald wird hier nichts mehr daran erinnern, wie es einmal aussah. Zur gleichen Zeit ist man im Wiemannsbuchtschacht am tiefen Georgstollen mit der Fertigstellung des Widerlagers für die zukünftige Schachtverfüllung beschäftigt. Nach Einbau der Stahlträger und Verschweißen der Bleche wird nun ein Korbgeflecht aus Moniereisen zur Bewehrung des Betons für den ersten Meter eingebracht. Mit dem Verschweißen der Blende zum Stollen ist man auch vorangekommen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen diese bildschöne und im Wesentlichen gut erhaltene Trommelfördermaschine, die sich untertägig auf der 12. Sohle der Wiemannsbucht befindet, nicht vorenthalten. Dieser Förder- und Seilfahrtschacht, sprich Blindschacht 2, erstreckte sich bis zur 17. Sohle. Oktober 1993. Frühstück der Bergleute im obertägigen Pausenraum der Schachtanlage Wiemannsbucht. Heute muss man gut gestärkt sein, denn die Betonkübelförderung hat begonnen. Der erste Meter Stahlbeton soll nun gegossen werden. In 120 Metern Tiefe wird von 3 Bergleuten der Kübel entleert. Ist der erste Meter Stahlbeton eingebracht, so muss er 14 Tage abbinden. Dann werden 7 Höhenmeter Beton, jedoch ohne Geflecht, eingebracht. Verdichtet wird er bis dahin mit einem Rüttler. Nach Abbinden dieser 8 Höhenmeter wird der Schacht mit Magerbeton verfüllt.
26. Oktober 1993. Am Pochwerkgelände ist in diesen Wochen viel Bewegung. Unbelastete Erde aus dem Harzvorland wird in großen Mengen angefahren und später mit einer Planierraupe auf dem gesamten Pochwerkgelände verteilt. Wir schreiben den 19. November 1993. Nun sollen Sie erfahren, wie es mit den Rekultivierungsarbeiten am Querteich, sprich Absitzbecken 2, der Aufbereitung bestellt ist. Guter Mutterboden wird hier auf dem Werksgelände der Hilfe Gottes oberhalb des Sägewerks abgetragen und zum Querteich befördert. Im Querteich wird der Mutterboden auf einige dürftige Begrünungsflächen verteilt. Einen Bericht über sämtliche Aktionen, die am Querteich stattfinden oder stattgefunden haben, wird Ihnen nun eine Aufsichtsperson der ehemaligen Aufbereitung übermitteln. Liebe Zuschauer, wir befinden uns hier am Querteich der Grobe Hilfe Gottes bzw. am Absitzbecken 2 der Aufbereitung. Ich möchte Ihnen Herrn Höfert vorstellen. Herr Höfert war betriebsführender Fahrsteiger und hat das Ganze von der Pike auf hier mitgemacht. Herr Höfert, wozu diente dieser Teich zu Produktionszeiten und was soll nun weiter nach der Stilllegung damit geschehen? Ich möchte vielleicht erstmal auf den Beginn hinweisen, wozu überhaupt die Querteiche dienten. Wir hatten damals den Querteich 1 im Betrieb, der bereits schon stillgelegt ist und rekultiviert. Und dort haben wir die Flotationsberge bis 1968 eingespült. Die ersten Einspülversuche oder der erste Einspülbetrieb hier vom Querteich 2 begann im Jahre 1961. Und auf die Frage, wozu ein Querteich dient im Produktionsbetrieb, ist Folgendes anzumerken. In der Aufbereitung wurde zunächst das Erz gebrochen, zerkleinert, in der Prallmühle, im Kegelbrecher, aufgemahlen in Kugelmühlen und dann wurde das Metall, Bleisulfidkonzentrat und Zinksulfidkonzentrat in einer Flotation herausflottiert, in dem sogenannten Schaumschwimmverfahren. Und dieses Schaumschwimmverfahren wurde in den 30er, 40er Jahren, also in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, hier beim Erzwerk Grund eingeführt. Als Endprodukt blieben die aufgemahlenen Flotationsberge, die eine Körnung von 80% unter 0,2 mm hatten. Dieses Material wurde dann mittels Kreiselpumpen hier zu dem Klärteich über eine Stahlrohrleitung gepumpt. In den Jahren 70 und 80 wurde das Verfahren umgestellt auf Spritzerflanschen. Wir haben hier mit zwei Rohrleitungen zu tun gehabt. Einmal mit der Rohrleitung hier drüben auf der Knollenseite und die andere Rohrleitung, die hier zur Westflanke führte, und zwar die sogenannte Röstebergleitung. Damit wurden die Flotationsberge nach hier gespült und transportiert. Und im Zuge
wurden dann die Dämme, der Hauptdamm und die Westflanke nach oben gezogen, indem ein Damm eingespült wurde. Und diese Flotationsberge haben noch einen Gehalt von Blei und Zink, ein Restgehalt von etwa 0,25% Blei, 0,20% Zink. Nachdem nun die Förderung eingestellt wurde, im Jahre 1992, genau am 31. März 1992, wurde mit einer Maßnahme begonnen, diese sogenannten verbleibenden Sandflächen zunächst gegen Umweltverschmutzung festzumachen, das heißt also, sie zu rekultivieren. Diese ganzen Flächen wurden früher mit dieser sogenannten Beregnungsleitung, wie man sie hier noch auf der ganzen Sandfläche sehen kann, feucht gehalten. Als erste Maßnahme nach der Fördereinstellung wurde eine Anspritzbegrünung hier auf diese Sandflächen aufgebracht von einer Fachfirma. Eine gesamte Fläche von rund 90.000 Quadratmeter wurde mit solcher Anspritzbegrünung versehen, und zwar als Maßnahme gegen Staubaufwirbelung und Verwehung. Denn wir mussten diese Flächen jetzt ja nun schützen, damit, wenn Austrocknungen kommen und der Ostwind einsetzt, die Felder ringsherum nicht mit diesem Sand, dem Flotationsbergesand, verschmutzt werden würde. Als nächstes haben wir vor, dass hier, wie beim Klärteich 1, auch ein Biotop entsteht. Das heißt, dass eine Restfläche Wasser bleiben wird, dass hier die Flächen durch eine Firma mit einem Rekultivierungsplan, nach einem Rekultivierungsplan entsprechend dann auch der Nachwelt übergeben werden können. Die Wasserfläche wird dadurch reguliert, dass ein Überlaufbauwerk gebaut wird, damit entsprechend diese Fläche, Teichfläche gegen Hochwasserschutz auch abgesichert ist. Etliche Flächen, wo ein dünner Belag von Gras oder ein dünner Grassaat nur entstanden ist, werden jetzt mit Mutterboden noch einmal versehen, mit einer dünnen Schicht aufgetragen und im Frühjahr eventuell noch mal begrünt, nachbegrünt, sodass ein geschlossener, dichter Grasteppich entsteht und jegliche Staubverwehungen völlig ausgeschlossen sind. Unsere Beregnungsleitung wird noch im nächsten Jahr, im Jahre 1994, hier bleiben. Im Augenblick haben wir sie auseinandergebaut und entleert. Sie wird aber wieder installiert werden, einsatzbereit gehalten, damit in Perioden, wo ein sehr guter Sommer wieder wie im letzten Jahr sein könnte und eine Trockenperiode eintritt, wir die Grasflächen beregnen können, damit wirklich gewährleistet ist, dass hier eine schöne, dichte Grasdecke weiterhin bestehen kann. Liebe Zuschauer, wir befinden uns hier in der Pförtnerstube des Gründner Erzbergwerks. Wir schreiben den 30. Dezember 1993. Heute, einen Tag vor der Jahreswende, möchte ich Ihnen einmal den Stand der Belegschaft, welche mit den Stilllegungsarbeiten über die Produktionseinstellung hinaus beauftragt sind, mitteilen. Rechts und links von mir sehen Sie die Markentafeln mit dem kläglichen Rest der Kontrollmarken der noch im Werk beschäftigten Lohnempfänger. Und nun zu den Zahlen. Vor Produktionseinstellung am 31. März 1992 waren insgesamt 338 Mitarbeiter hier beschäftigt. Am 1. April 1992 waren es nur noch 81, die sich aus zwei leitenden Angestellten, 23 Tarifangestellten und 56 Lohnempfängern ergaben.
Nun, 21 Monate nach der offiziellen Schließung, ist die Belegschaft auf 57 Mitarbeiter, die aus zwei leitenden Angestellten, 16 Tarifangestellten und 39 Lohnempfängern bestehen, zusammengeschmolzen. Am 1. Januar 1994 wird die Belegschaftszahl nur noch aus 52 Mitarbeitern bestehen, die sich aus zwei leitenden Angestellten, 15 Tarifangestellten und 35 Lohnempfängern zusammensetzen. Die meisten der abgekehrten Kameraden konnten in den wohlverdienten Ruhestand gehen. So viel zum Stand der Belegschaft Ende 1993. Heute am 15. Februar 1994 wollen wir noch einmal den Pochwerkstollen befahren. Zwei Bergleute schieben mich mit meiner Kamera im Mollenwagen durch die Strecke. Wie schon erwähnt, wurde die gesamte Stollensohle von den zurückgebliebenen Konzentratschlamm gesäubert. Wenn dies von den Preussag-Mitarbeitern erledigt ist, soll der Stollen von der Stadt übernommen werden und, soweit ich informiert bin, für Abwasserzwecke verwendet werden. Stollenende gabelt sich die Strecke. Rechts ging es einst zum Achenbachschacht. Diese letzten Meter wurden später mit Beton zugepumpt. Links, ebenfalls mit Beton zugepumpt, ging es zur Aufbereitung. Nur wenige Meter davon entfernt der Aufstieg zum Werksgelände. Dieser befindet sich in der Nähe der Maschinenbetriebshalle. Um die Wasser während der Säuberung fernzuhalten, wurden diese mittels Elektropumpen aus zuvor errichteten kleinen Dämmen überbrückt. In den vorderen gesäuberten Stollen geleitet. Hier werden die letzten Meter des Stollens gesäubert. Am Stollenende Richtung Achenbach befindet sich ein Wetterüberhauen. Hier sorgt auf dem Gelände des Erzbergwerks ein Lüfter für frische Wetter im Pochwerkstollen. Hier möchte ich mit den Säuberungsarbeiten des Pochwerkstollens schließen. Bleibt nur noch zu sagen, dass geplant ist, den Stollen später der Sicherheit wegen an Wangen und Fürste mit Beton auszuspritzen. Am Wiemannsbuchtschacht sind nun pausenlos Betonmischfahrzeuge im Einsatz. Heute, am 1. März 1994, beträgt die Füllhöhe bereits ca. 50 Meter. Der Magerbeton wird nun im freien Fall direkt in den Schacht verfüllt. Das ist da unten, wenn man eine Puppe wegseilt. Ich bin voll die Pizza, die wäre.
23. März 1994. Heute sollen die letzten 16 Meter bis zur Schachthallensohle mit Beton verfüllt werden. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Nach der Arbeit, versteht sich. Weißt du? Gut. Der Schacht ist nun mit einem Betonpfropfen von 130 Metern Tiefe versehen. Die Aufschiebeanlage wird ebenfalls mit Beton verfüllt. Mit einem wesentlich schwächeren Füllrohr werden nun noch die Fahrung und Kabelschächte mit Beton zugepumpt. Bleibt nur noch das Abziehen und Glätten der Betonoberkante. Sieben Tage später, nämlich am 30. März 1994, besuchte ich noch einmal mit meiner Kamera die Schachtanlage Wiemannsbucht. Förderkorb und Fördergefäß standen nun wieder im Schacht auf dem verfüllten Beton und sind mit dem Förderseil über beide Seilscheiben und der Treibscheibe der Fördermaschine verbunden. Da die Schachtanlage Wiemannsbucht unter Denkmalschutz steht, wird der jetzige Zustand der Nachwelt erhalten bleiben. So viel zur Schachtanlage Wiemannsbucht. Wir schreiben den 5. Juni 1994. Nun wird es aber Zeit, einmal einen Blick in die Aufbereitung zu werfen. Denn diese ist längst von der Bergaufsichtsbehörde, dem zukünftigen Besitzern, freigegeben worden. Eine Autorecyclinganlage soll hier entstehen. Im Innern der Aufbereitung traute ich meinen Augen kaum. Es sah aus wie nach einem Bombenangriff. Sämtliche Maschinen sind brutal herausgerissen worden. Die Vorbrecheranlage. Hier wurde einst das Roherz mit Hilfe von Vibrationswuchtrinnen aus dem Groberzbunker, der sich unter der Hängebank befindet, abgezogen. Zwei Backenbrecher zerkleinerten das Erz auf eine Körnung von 0 bis 150 mm. Hier war einst die Aufgabe,
eines 60 Meter langen Förderbandes, welches das vorzerkleinerte Erz in die Aufbereitung beförderte. Die Überreste des Förderbandes. Hier das 60 Meter Förderband zu Produktionszeiten. Die drei Bunker mit einem Fassungsvermögen von je 800 Tonnen sind noch vorhanden. Hier hatte man zu Produktionszeiten eine Auslagerungsmöglichkeit der vorzerkleinerten Erze, die nach Bedarf abgezogen werden konnten. Nichts erinnert mehr daran, dass hier einst eine 6,30 Meter lange Läutertrommel ihren Dienst tat. Sie hatte die Aufgabe, das vorzerkleinerte Erz von den lehmig-lättigen Bestandteilen zu befreien. Am Austrag der Trommel wurde das Läutergut mittels eines doppelten Siebkorbes in drei Kornfraktionen aufgeteilt. Wegen der Ausmaße wurde die Trommel mit Hilfe eines Krans aus dem Dach der Aufbereitung herausgenommen, genauso wie sie einst reingekommen war. Hier befand sich die Prallmühle. Hier wurde das Korn über 40 mm zur zweiten Zerkleinerungsstufe zugeleitet. Diese Fundamente erinnern an zwei Siemens-Kegelbrecher, die das Erz in der dritten Zerkleinerungsstufe auf eine Körnung von 0 bis 15 mm brachten. Im Bild die Siebbuchtrinne, die den Kegelbrechern das Erz zuteilte, welches vorher über Förderbänder herantransportiert wurde. An dieser Stelle fand in Produktionszeiten die Erztrennung über ein Vorbereitungssieb statt. Hier befanden sich einst drei Nassrohrkugelmühlen, die in der vierten Zerkleinerungsstufe das Erz auf Flotationsfeinheit malten. Trauriges Bild bietet sich in der Flotation. Hier wurde so ziemlich alles ausgebaut. In Produktionszeiten fand hier in einem sogenannten Schaumschwimmverfahren unter Zugabe von gewissen Chemikalien die Trennung von Bleiglanz, Zinkblende und unhaltigem Gestein statt. Genau gesagt wurde zunächst ein Bleivorkonzentrat erzeugt, welches dann in Reinigungszellen auf seine Endqualität gebracht wurde. Nach beendeter Bleiflotation schloss sich die Zinkflotation in gleicher Weise an. In diesem Raum befanden sich zwei Vakuum-Trommelfilter, die für eine weitere Entwässerung bis auf eine Restfeuchtigkeit von 9% beim Zink und 7% beim Bleiglanzkonzentrat sorgten. Zum Schluss die Konzentratbunker mit dem noch vorhandenen Greifkran. Der Unterschied zu früheren Zeiten besteht nunmehr darin, dass hier nicht mehr Konzentrate, sondern Leiterplattenschrott der Firma Fuba zwischengelagert werden. Hier war der ehemalige Eingang zum Kochwerkstollen, wo das Erz früher in Bad Grund und von Bahnhof verladen wurde. Das wurde mit Lohren durch die Stollen gefahren. So viel zur ausgeschlachteten Aufbereitung. Ob das mit der vorgesehenen Autorecyclinganlage der Firma Kelb und Pohl hier wohl klappen wird? Na, ich bin skeptisch. 19. Juni 1994. Am hinteren Ausgang der Kaue befindet sich der Einstieg oder besser gesagt die Fahrung vom ehemaligen Hilfegottesschacht. Ein paar Meter neben der Fahrung wurde nun der Asphalt aufgebrochen und einige Meter direkt neben dem Hilfegottesschacht ausgehoben. Öffnungen wurden in die Kesselbleche geschnitten,
Dieser Zustand blieb bis Ende des Jahres unverändert. Eigentlich hatte man vor, Beton in den Schacht zu pumpen, aber dieses wurde aus irgendwelchen Gründen aufgeschoben. So, dass ich Ihnen in diesem Film darüber leider nicht mehr berichten kann. 2. Juli 1994. Nun wird es Zeit, Ihnen einmal den zukünftigen Eigentümer des obertägigen Werkes vorzustellen. Herr Kelb wird also mit seinem Kompagnon Pohl in der ehemaligen Aufbereitung eine Autorecyclinganlage betreiben. Mit den Vorbereitungen hierzu ist Herr Kelb mit seinen Arbeitern nun im vollen Gange. Die Zimmerei hat Herr Kelb vorerst zu seinem Domizil gemacht. Leben und leben lassen ist seine Devise. Darum erst einmal Arbeit beiseite, Bier her. Prost, wohl bekomm's. 9. August 1994. Am Pochwerkgelände ist man nun mit schwerem Gerät im Einsatz. Sämtliche Löcher und Unebenheiten werden nun planiert und geglättet. Einen Tag später, ich traute meinen Augen kaum, ist die Firma Kelb ja auch vertreten. Steine werden abgelesen und letzte Unebenheiten mit Mutterboden geglättet. Dezember 1994. Es wird nun Zeit, noch einmal in die Grube einzufahren. Denn vier Tage später, am 13. Dezember, wird die Grube absaufen. Wir fahren also ein zur 19. Sohle. Gen Westen kommt man nur noch ca. 150 Meter. Dann steht man vor einer Mauer, die als Vorsichtsmaßnahme bei Abschalten der Pumpen die Wasser abhalten soll. Die Pumpen müssen ja dann erst noch ohne Einsatz von Fahrzeugen geborgen werden. Eine zweite Mauer befindet sich natürlich auch im Ostfeld. Unser Weg führt die Rampe hinunter zur 20. Sohle. Ziemlich am Rampenfuß wurde eine Mauer erreicht. Ab hier steht die 20. Sohle bereits jetzt schon fast seit einem Jahr unter Wasser. Diese Pumpe befördert die ansteigenden Wasser in die Wasserhaltung 19. Sohle. Die beiden kleineren Elektropumpen rechts und links befördern die sich ansammelnden Wasser diesseits der Mauer in die Wasser jenseits der Mauer. Die Pumpen werden automatisch mit Hilfe von sogenannten Messfühlern gesteuert und in der obertägigen Grubenwarte überwacht. Nun werfen wir noch einen Blick über die Mauer. Wir befinden uns wieder auf der 19. Sohle. Hier im LHD-Pausenraum finden wir noch eine Handvoll Bergleute vor, die sich mit einem Abschiedsessen schon einmal von unter Tage verabschieden. Dass du ausgerechnet den Dicksten zuerst genommen hast, das für den Dicksten. Das ist doch mein Problem, der Berggeist! Der Berggeist kommt! Der Berggeist kommt! Und auch das kann Ihnen hier unten passieren. Der Berggeist, wie er leibt und lebt. Dieser hat sogar einen Spitznamen. Schappi heißt er. Und nun weiß ich auch, warum er der Berggeist erschienen ist. Heute wird das letzte Fahrzeug von der 19. Sohle nach Übertage gebracht. Wenn dieser Lader Marke 1 Pro auf dem Tagestollen angekommen ist,
befindet sich kein einziges Fahrzeug mehr im Grubengebäude. Hier auf der 19. Sohle, direkt am Schacht, wurde eine vorhandene Rohrleitung zu späteren Wasserstandsmesszwecken aufgeschnitten. Also da vorne handelt es sich so um eine Bundmesslatte, die den Wasserpegel in der Grube messen soll. Das heißt also, wenn die Grube geflutet wird, steigt das Wasser an auf den Sohlen, Schachtbereich, also bis zur vierten Sohle. Und genau das wollen wir erfassen. Unseren letzten Grubenbesuch beschließen wir mit der Befahrung der vierten Sohle. Wenn in einigen Jahren die Grube bis hierher geflutet ist, werden die Wasser in diesem Abscheider vom Öl befreit und gelangen dann in den Ernst-Auge-Stollen. Interessant ist noch ein kleines Stromkraftwerk, nur wenige Meter vom Ölabscheider entfernt. Hier werden zwei Turbinen von einem 137 Meter Wassergefälle, sprich großes Gefälle, und einem 78 Meter Wassergefälle, sprich kleines Gefälle, angetrieben. Das Kraftwerk stellte so mit einer Leistung von 500 Volt einen Teil der Stromversorgung des Werkes sicher. Sag doch wenigstens mal, wir wollen rausfahren. Einen letzten Blick werfen wir heute am 10. Dezember 1994 auf das Pochwerkgelände. Eine Spezialfirma hat inzwischen eine Spritzbegrünung aufgebracht. Nun kommen wir zum letzten Kapitel. Die Seilscheiben des Achenbach-Schachtes mit einem Durchmesser von 6 Metern werden sich in Zukunft nicht mehr drehen. Der Schacht war bis Produktionseinstellung im Erzförderbetrieb. 36 Bergleute konnten pro Seilzug mit 12 Metern pro Sekunde ein- oder ausfahren. Heute am 19. Dezember 1994 begann man mit den Vorbereitungsarbeiten für das Ablegen des Förder- und Unterseils. Eine Hilfsseilscheibe für die spätere Umlenkung des Förderseils zum Druckluft-Hilfshaspel wurde auf der Rasenhängebank im nördlichen Teil des westlichen Fördertrumms eingebaut. Es folgte das Anbringen einer Drallabfangklemme im westlichen Trumm des Förderturms und das Abbühnen des Schachtes auf der Tagestollensohle. Dann wurden auf der Rasenhängebank Abfangträger auf die Sohle des westlichen Trumms gelegt. Den Förderkorb hängte man 150 mm darüber. Einen Tag später wurde das Unterseil des westlichen Korbs auf der Tagestollensohle mit Abfangklemmen abgefangen. Dann wurde auf der Rasenhängebank der Förderkorb auf die Abfangträger aufgesetzt. Dabei ist Leerseil auf das Unterseil gekommen. Dieses ist für den späteren Ausbau des Unterseils nötig. Wir befinden uns nun im Maschinenhaus. Die Köpefördermaschine mit einer Leistung von 1250 Kilowatt und einer Nutzlast von 9 Tonnen wird heute zum letzten Mal in Betrieb sein. Das Förderseil wird nun mit Hilfe von Treibscheibenklemmen an der Köpescheibe arretiert.
wird Leerseil auf den westlichen Förderkorb getrieben. Hinstellen, das wird das regulieren. Du nach kannst nicht langsamer fahren. Nee, wir müssen schon deutlich. Ja. Aber es geht schon ganz gut. Wie weit sind wir denn jetzt, wenn du ziehst? Sind wir doch schon beim Protest? Noch nicht ganz, noch einen Meter. Ja, du musst das erst ziehen. Nun wird der Einband vom westlichen Förderkorb geöffnet und das Förderseil aus der Kautsche gezogen. Das Förderseilende wird nun mit einem Hilfsseil zum Druckluft-Hilfshaspel verbunden. Der Druckluft-Hilfshaspel wurde in den 70er Jahren bei Umstellung von Trommelfördermaschine auf Köpefördermaschine angeschafft. Nun wird in 653 Metern Teufe auf der 19. Sohle das Unterseil unter dem sich dort befindenden östlichen Förderkorb abgetrennt. Das Unterseil hängt nun nur noch an dem westlichen Abfangklemmen am Tagestollen. Der östliche Korb ist nun ohne Unterseil. Durch wechselseitiges Umsetzen von Treibscheibenklemmen im Maschinenhaus und Seilabfangklemme im östlichen Trumm der Rasenhängebank wird nun mit der Fördermaschine der östliche Förderkorb aufgeholt, bis das Förderseilende vom Einband des westlichen Korbs sich fest auf der Trommel des Druckluft-Hilfshaspels befindet. Nun werden die Bremselemente der Fördermaschine festgelegt, sprich außer Betrieb gesetzt. Jetzt dient die Köpescheibe nur noch als Umlenkrolle. Nachdem die Seilabfangklemme im östlichen Trumm der Rasenhängebank gelöst ist, wird mit dem Druckluft-Hilfshaspel nun der östliche Korb bis zur Hängebank aufgeholt. Das heißt, da drauf gibt es. Da darf trotzdem nicht rausfahren. Das Auftrommeln geschieht natürlich auch nicht ganz reibungslos. Auch sonst gab es noch ein paar Zwischenfälle. Aber schließlich kam man doch zügig voran. Der östliche Förderkorb befindet sich nun auf der Hängebank festgelegt auf Eisenträgern. Das Förderseil befindet sich vorschriftsmäßig aufgetrommelt auf dem Druckluft-Hilfshaspel.
zwei Tage später, am 22. Dezember 1994, soll nun das komplette 7,5 Tonnen schwere Unterseil aus dem westlichen Trumm des Schachtes gezogen werden. Nach Abfangen des Unterseils mit einem Haspelseil zwischen Förderkorb und Abfangklemmen auf dem Tagestollen wurde das Unterseil vom Einband am westlichen Förderkorb gelöst und zum Tagestollen eingehängt. Über eine Umlenkrolle soll das Seil nun mit Hilfe von einem LF4-Schaufellader und zwei weiteren Ladern herausgezogen werden. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, wie wir gleich sehen werden. Die Seilabfangklemmen werden nun entfernt. Ebenso die Schachtabdeckung. Dann kann es losgehen. Das wäre fast schief gegangen. Das Seil hat sich zu einem Teil aufgedreht. Doch zum Glück hatte Maschinensteiger Ehrenberg die Gefahr rechtzeitig erkannt. Vielleicht war die Umlenkrolle zu klein oder sie war zu weit seitlich angebracht. Wie dem auch sei, nun war guter Rat teuer. Aber Maschinensteiger Ehrenberg meisterte auch diese Situation. Das Seil wird erst einmal wieder mit Abfangklemmen gesichert. Nun wird die Umlenkrolle mitsamt Halterung komplett abgeschnitten, um das Seil frei zu bekommen. Ein zweiter Versuch wird gestartet. Die Umlenkung erfolgt nun über ein ND200er Rohr, welches auf der Sohle befestigt ist. Und diesmal hat es geklappt. Nachdem das Seil aus dem 70 Meter langen Tagestollen gezogen wurde, geht es nun weiter über das Werksgelände. Aber was ist nun passiert? Aha, die Seilabfangklemmen haben sich am Ausbau hart gemacht. Da gibt es nur eins, die Klemmen abschneiden. Die Lader hängen noch einmal neu an. Nun geht die Fahrt in Richtung Klärteich.
Wirklich erstaunlich, dass hier alles so reibungslos klappt. Nicht einmal der starke Knick am Zauntor ist ein Hindernis. Aber nun geht nichts mehr. Das Seil wird am Tagestollen mit einem Lader neu nachgefasst. Übrigens ist das heute der letzte Arbeitstag von Maschinensteiger Ehrenberg. Ich wünsche ihm alles Gute im wohlverdienten Ruhestand. Das war's, was ich Ihnen über die Stilllegungsarbeiten des Grundner Erzbergwerks berichten konnte. Bleibt noch zu sagen, dass sich am 31. Dezember 1994 noch 31 Beschäftigte im Werk befanden. Diese werden aber dann in den nächsten 2 Jahren fast vollständig abgebaut werden. Ich beschließe mit einem letzten Glück auf.